Mir ist letztens aufgefallen, wenn ich nochmal so sehe, weißt du, ich bin ja richtig kaputt. Also ich komme gar nicht klar mit meinem Leben gerade. Aber was ich so einigermaßen noch hinbekomme, ist so, weißt du, ich schaffe es noch irgendwie gut auszusehen, wo ich mir selber denke, so, wie kriege ich das hin? Ganz einfach, ich bewege mich jeden Tag. Ich mache sehr viel, so Dehnübungen, weißt du, so. Zack, 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 zack. Immer so ein bisschen runtergehen. Und was am schwersten ist dieser Rückenbereich, weißt du, den da aufdehnen, so stehen. Und richtig schön in die Dehnung gehen. Und das ist, finde ich, richtig Training, weißt du, das ist so. Das ist so richtig mein Krafttraining. Weil ich habe jetzt nicht so übelste Masse. Ich bin, wie gesagt, nicht so kräftig drauf. Aber ich kann mich fit halten. Und das ist auch schon mal etwas. Weil, auch wenn man krank ist, kann man noch einigermaßen Sport machen. Weil Sport ist immer nur das, was anstrengend für dich ist. Das heißt, ich muss für meinen Alltag gucken, dass ich mich bücken kann, ne? Dass ich noch aufstehen kann, dass ich noch ein paar Meter gehen kann. Also einmal einkaufen, wieder zurück, muss ich mich wieder hinlegen, Pause machen. Aber dafür muss man sich vorbereiten. Das ist für mich richtig Training, Krafttraining, einkaufen gehen. Und deswegen halte ich mich so fit, ne? Ich bin jetzt so ein bisschen abgemagert, muss ich ehrlich sagen. Essen ist teuer, ich kann mir das nicht leisten, gerade kein Geld. Aber das ist eigentlich nur so eine Geldsache, wie viel Masse man hat. Für mich ist das keine Sache im Sinne von so, oh, ich muss mich überwinden. Weil, wenn ich weiß, ich mache etwas, was mir gut tut, was mir in Zukunft echt was bringen wird, dann ist es für mich keine Überwindung. Dann denke ich mir nur so, wann kann ich damit anfangen? Und eins habe ich gelernt, was mich selber betrifft, weil manchmal sehe ich sehr fit aus, so, ne? Ärzte sagen ja, oh, sie sind ja noch so gesund und so. Habe ich gelernt, täusche dich nie von deinem Äußeren. So dieses, ich habe Leute gesehen, die sahen so schwach aus, aber die hatten richtig Power, wo ich denke so, gefährliche Menschen. Und andere Leute, die sehen so gefährlich aus, so Leute, die sind so stehen, so steht da so. Aber richtig Schiss. Ich bin richtig stolz drauf, dass ich das hier so ein bisschen, am Leben halte. Auch wenn ich mich durchquäle. Weil die Tage, wo ich hier nachts sitze und heule, da kommt keiner mit. Ist manchmal nicht einfach.